So Leute, die Gamescom steht wieder vor der Tür. Herzlich willkommen von der Gamescom. Dienstagabend, noch leere Hallen, leere Gänge. Die Hallen sind aber noch leer, denn Gamescom. Schlendern hier ein bisschen durch die Hallen, gucken, was geht. Im Moment wird noch viel gebaut, viel gebastelt. Die Hallen sind noch leer. Es gibt noch relativ wenig zu sehen. Schaut mal auf unserem Channel auf YouTube vorbei und dann werden wir euch immer hier und da mal ein paar Videos bringen. Ingame ist auf der Gamescom 2015. Wir sind heute am Dienstagabend schon mal in den Hallen, schauen uns ein bisschen um. Ein paar Impressionen von der Gamescom 2015. Hier sind wir beim Xbox-Stand. Da ist auch noch nicht allzu viel zu sehen, aber ja, hinter mir der Stand von Wargaming. Alles in Rot gehalten. Und ja, auch dieses Jahr wieder ein ziemlich großer Stand am Start. World of Warships natürlich ein Thema, ist aktuell in der Beta und ja, sieht gut aus. Bei Street Fighter wird noch ein bisschen gesaugt, da werden auch die Reste weggemacht, damit alles blitzt und blinkt für morgen. Hinter mir seht ihr den Stand von Blizzard, da wird Overwatch präsentiert und wir werden euch die nächsten Tage von der Gamescom immer mal wieder ein paar kleine Videos mit Impressionen liefern. Also schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder einfach auf ingame.de klicken. Und dann könnt ihr sehen, was es Neues gibt. Hier der Stand, Call of Duty Black Ops 3. Da es ab 18 ist, gibt es hier leider nicht so viel zu sehen. Auch hier ist noch einiges an Arbeit zu tun und morgen wird das schon alles ganz anders aussehen. Ja, wenn man das hier so sieht, dann kann man sich natürlich noch nicht vorstellen, dass morgen schon alles fertig ist. Aber die Standaufbauer, die werden die ganze Nacht arbeiten. Heroes of the Storm Stand. Die Rechner sind schon alle aufgebaut, alles blitzt und blinkt. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz coole Geschichte. Also, bis später.